Rache für einen toten Häftling hat der bewaffnete Flügel der Fatah-Bewegung im Westjordanland geschworen. Bei der Beerdigung von Arafat Jaradat verteilten Militante der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden Flugblätter, in denen Israel mit Vergeltung gedroht wird. Der 30-Jährige, der Steine auf israelische Zivilisten geworfen haben soll, sei gefoltert worden. Woran Jaradat genau gestorben ist, wird noch untersucht. Die Sprecherin der Palästinenserbehörde: Die Spannungen in den besetzten Gebieten des Staates Palästina nehmen zu, leider wegen der Besatzungspraxis. Die palästinensische Bevölkerung wird auch immer häufiger von Siedlern angegriffen. Israel erwartet, dass die palästinensische Autonomiebehörde verantwortungsvoll handelt, so der israelische Regierungssprecher, und Polemik und Gewalt verhindert. Sie können die aktuelle Situation nur verschärfen. Und es ist höchste Zeit, dass die palästinensische Autonomiebehörde ihren Boykott der Friedensgespräche beendet und an den Verhandlungstisch kommt. Jaradat war am Samstag in dem Gefängnis von Megiddo im Norden Israels gestorben, an Herzversagen, so die israelischen Behörden unmittelbar danach. An den Folgen extremer Folter, so der Chefpathologe der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah nach einer Autopsie.